So, wir starten jetzt gerade mal durch den Markt hier im Mae Sarihang, wo wir versehentlich mal Auto durchfahren wollten. Aber so ist es halt, wenn wir Westeuropäer aufs Navi vertrauen. Ja, ist auf jeden Fall was los hier. Und schauen wir uns das mal ein bisschen an hier, welche Köstlichkeiten es hier gibt. Vom Fisch über Gewürze, alles dabei. Wieder ganz anders als in Chiang Mai oder in Bangkok auf den Märkten. Viel Gemüse, viel Gewürze, wirklich alles da. Oh, Marika ist am Bummel. Jetzt müssen wir halt nur schauen, wir haben jetzt noch knappe 300 Baht für heute Abend, weil gestern konnte man nicht wechseln, war Samstag in Mae Hong Song. Heute können wir nicht wechseln, weil Sonntag ist, die alle zu haben. Und dann müssen wir quasi morgen Vormittag wieder versuchen zu wechseln. Aber wieder ganz anders hier, als wir das kennen, auf den anderen Märkten. Oh, das schaut scharf aus hier. Und? Ganz anders, gell? Der Markt wieder. Ja. Ja, das zieht sich hier noch, aber ich denke, da wird sich alles auf Gewürze beziehen. Fisch, Suppen, wahrscheinlich auch Nudelsuppen, wie wir es jetzt überall gesehen haben. Aber es schaut richtig frisch aus. Der Markt ist richtig gut besucht, obwohl es jetzt auch relativ heiß ist. Das haben wir von der Uhrzeit her 5 Uhr eigentlich ziemlich genau. Schaut auch alles lecker aus. Da gibt es ein Sushi. Gut, Fisch bei der Hitze ist natürlich auch sehr abenteuerlich. Und das Fleisch hier. Will ich gar nicht wissen, wie lange das hier schon in der Sonne brutzelt. Aber sieht auf jeden Fall alles und riecht auch super lecker und sieht auch super lecker aus.